Und herzlich willkommen zurück zu der Let's Play des Jahrhunderts. So. Easy. Tja, dann könnten wir ja eigentlich schon anfangen, den Tunnel zu baggern für die Bahn dann später. Da müsste ich aber mal wieder die ganzen Marker rauskramen, dass wir da denn bis uns besser orientieren können. So, aber vorher warten wir mal noch hier, bis das hier irgendwie mal. Hä? Ach, die werden dann heller! Ah! Okay, das hellere ist also die Endstufe, nicht das dunklere. Lol. Gut zu wissen. Boah, hätte ich viele Zwiebeln bekommen. Oh Gott. Okay. Also das Zwiebelproblem hat sich gerade von selbst erledigt. Knoblauchproblem. Weil aus jeder Knoblauch kriegen wir jetzt massig an. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Okay. Ja, das. Gut, ich meine, ne? Knoblauch kann man definitiv nie genug haben. Knoblauch ist so eine Sache, das essen selbst die Götter. Oh Scheiße, Alter. Oh Gott. Yeah, die erste Bombe ist fertig. Landschaftssimulator Version 3.5. Okay, ich würde mal sagen, die wichtigsten Gewürze, ne? Knoblauch und Zwiebeln, haben wir jetzt. Oh, da war noch ein unfertiges. Egal. So. Zwiebeln. Ah, da haben wir mittlerweile auch schon ganz schön viel. Oh, ist das geil, Alter. Oh, ist das geil. Puh. Da läuft immer die Sache im Mund zusammen. Das hätte ich übrigens gerne überall, ne? Weil ihr habt ja gerade gesehen, als der vierte Stack leer war, also mein vierter Slot im Inventar, als der leer war, ist automatisch der erste in den vierten reingerutscht. Und das ist so ein Ding von der Farming-Mod. Und das hätte ich halt gerne, dass es überall so ist. Dass wenn ich auch irgendwas mit Steinen baue und da halt meine. Ne, der Slot, den ich gerade nutze, dass der Slot aufgebraucht ist, dass dann automatisch das nächste gleich reinrutscht. So wäre natürlich auch geil. Als allgemeine Sache. Oh, bald haben wir ganz viel Baumwolle. Digga, wachst du nicht so schnell hier? Alter, kann ja zugucken hier. Was ist denn los jetzt? Der neue Blockbuster. Geil. Alter, ist. Okay, wir warten mal jetzt noch 2 Minuten, dann ist alles fertig. Easy. Alter, warum ist das gerade so schnell hier? Was ist hier los? Ich bin gerade der interne Teilnehmer rum oder was? Okay, also das ist hier schon quasi fertig. Lol. Geil. Aber jetzt warten wir noch ein bisschen, bis hier wirklich alles fertig ist. So. Okay, die Weintrauben sind mittlerweile fertig. Kann ich jetzt einfach so abschlagen? Traue mich nicht. Okay, das Ding kriege ich dann auch wieder. Okay. Das heißt, das ist jetzt auch fertig, ne? Ja. Perfekt. Gut, das heißt, genau, die kriege ich wieder. Da 13 Bohnen und
Ach so, genau hier, 13 Dinger. Easy, 13, 13. Ha, cool. Dann baue ich dafür gleich mal ein paar mehr. Und zwar würde ich hier gerne so machen, das können wir ja, wo setzen wir das am dümmsten? Können wir eigentlich direkt hier lassen, ne? Mache ich das hier vorne oder da hinten? Nee, das ist, ich mache hier, genau. Ach, keine Ahnung. Eigentlich müsste das hier auch alles nach hinten, weil das ist ja auch alles Gemüse. Rote Beete ist sowieso Gemüse, also da kann man Kinder was erzählen und auch Gurken. Naja, Gurken, also. Ich meine, bei Gurken würde ich mich fast sogar überreden lassen, wenn jemand sagt, nee, es ist eher so Obst. Weil ich denke mal, Gurken gehört, Karotten gehören eigentlich eher zu Gemüse. Aber ne, eigentlich so, weil Karotten sind ja auch eher süß. Allerdings gibt es halt auch Gemüse, was süß ist. So, Gurke ist ja auch süß. Von daher. Ach, keine Ahnung. So sehr müssen wir da ja nicht aufs Detail achten. So, die ersten Tomaten sind fertig. Sehr schön. Tomate, gut. Gut, dann, wie gesagt, machen wir jetzt hier, was ich halt machen möchte, ist, dass wir quasi hier eine Reihe haben, dann eins frei, dann zwei Reihen, dann eins frei, dann wieder eine Reihe. Und dann das gleiche mit den anderen Dingern. Das heißt, wir bräuchten quasi vier Reihen mal sechs Stück, also jeweils 24. Das ist doch mal eine Ansage. Damit kann man doch arbeiten. Oh, wir fangen gleich wieder. Ja, wovon haben wir am wenigsten? Ich schätze mal fast hiervon. Kann man die so essen? Ah, die kann man so gar nicht essen. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Rababa, du bist dran. Naja, das Problem ist halt, die geben halt immer nur eins. Das heißt, wir bekommen zwar relativ viel, verbrauchen aber auch relativ viel zum satt werden. Vielleicht ist ja das Preis-Leistungs-Verhältnis doch nicht so gut. Ja, ich glaube, man ist auch so auf den Zuckersand wächst wirklich nicht. Das sieht eher so aus, weil bisher ist nur das gewachsen, was ja vielleicht auf dem normalen Sand war. Sowohl hier hinten als auch da vorne. Naja, beobachten wir mal noch ein bisschen weiter. Und wenn dann die auf dem Sand ganz groß gewachsen sind, dann können wir gleich die auch auf die auf dem Rasen, auf dem. Was? Wenn die auf der Erde groß gewachsen sind, können wir dann auch gleich mal die von dem Sand wieder runtersammeln. Wenn die bis dahin noch nicht gewachsen sind, dann bringt das nämlich nichts, die da zu lassen. So, wir brauchen Holz. Und zwar nicht gerade wenig, sondern eher ganz viel. Oh Gott, wir haben noch ganz viel Holz. So, Nahrungskiste. Hier kommt erstmal die ganze Scheiß. Gott, wir brauchen noch eine Kiste. Wir brauchen sowas von hart noch eine Kiste. Jetzt kommen wir gleich auch wieder rein. Oh mein Gott. Ja, irgendwie so. So, wir haben hiervon. Ich mache mal erstmal, ne, damit ich hier nicht komplett durcheinander komme. So, mache ich hiervon erstmal einen, dann haben wir jetzt von beiden gleich viel. Das heißt, wir brauchen von beiden jeweils noch 20. Dann reicht das ja bei weitem nicht aus. Hola, die Waldfee. Hier kriegen wir. Ah, reicht gerade mal hier für 20 Stück. Das heißt, 20 akzeptiert und dann bräuchten wir hier noch 80 Stöcker. Das ist doch mal eine Ansage. 80 Stöcker, damit kann man noch arbeiten. Easy. 80 Stöcker. 40. Ach komm, her, daher damit. Easy. So. Gibt es hier gleich so ein Ding dafür? Nee, wäre auch so schön gewesen. Gut, dann musst du dahin und dahin. Ach komm, hier. So. Dahin und dahin. So, auch 20 Stück, genau. Perfekt. Sehr schön. Easy. Vor allem haben wir zwei verschiedene Blaubeeren. Einmal haben wir die Mindtest-blauen Beeren und dann haben wir die Farming-Mod-Blaubeeren. Du bist ein witzig. Na gut, gibt es ja im Echten auch, dass Äpfel nicht gleich Äpfel sind, sondern es gibt mehrere Unterarten von Äpfel. So kann man sich das hier quasi auch schön reden.
Hui, guckt euch diese Felder an. Oh, kann ich euch schon wieder abwerfen. Ich bin schon wieder fertig hier. Aber auch zwei natürlich nicht, klar. Die zwei Außenseiter vom Lande. Das wird schön. Was? Also. Weil es schöner halt in diesen Himbeeren und die Blaubeeren, die können wir halt relativ einfach verarbeiten. Ich meine, aus Himbeeren können wir direkt Himbeersaft machen. Da müssen wir uns quasi nur Gläser herstellen. Und ja, Blaubeeren können wir halt direkt diesen Blaubeerkuchen machen. Da brauchen wir auch bloß Getreide, was wir ja haben. Und Zucker, was wir auch. Ne? Zuckerrohr. Kriegen wir also auch relativ schnell her. Von daher sind das halt relativ einfache Sachen. Ich meine, letztendlich ist alles einfach, so was wir es einmal haben. Easy. So, das Zeug hier wächst aber echt relativ langsam. Also eins ist jetzt gewachsen, aber nur ein einziges. Naja, lassen wir mal. So, hier ist mittlerweile auch wieder eins fertig. Halt, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte da vorne hin. Dinger da machen. Und zwar hier. Gut, das heißt, ihr kommt mal alle ab hier. Oh ja. Manche sind noch nicht ganz fertig, aber ganz ehrlich, ist das auch egal. So. Das heißt, hier kommen nämlich jetzt die ganzen Dinger hin. Genau, da kommt hier vorne wieder dieses Zeug hier hin. Oder ich mache hier vorne die ganzen Weintrauben und so hin. Nee. Hier vorne kommt Rhabarber hin. Hier kommen die ganzen Weintrauben und so hin. So, das heißt. Oder ich mache mal abwechselnd. Quasi jetzt hier zweimal Weintrauben, dann zweimal Gurke. Nee, macht auch keinen Sinn. Und ja, ich weiß, Gurke ist eigentlich kein Obst, also müsste es eigentlich auch nach hinten. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt. Egal. So, Gurken, da haben wir sie. Und jetzt nochmal Weintrauben. Perfekt. So. Hier kommt Rhabarber hin. Rhabarber habe ich hinten abgehärtet, ne? Ja. Sehr schön. Diese Gurken. Jutchen. Hashtag läuft. Wo soll ich meine rote Beete hin? Habe ich nie jetzt hingemacht.
Warte mal kurz. Rote Beete und. Ach so, siehst du, habe ich die. Ja, klar, die habe ich ja komplett abgeerntet. Moment mal. Hä? So, wo ist die rote Beete? Habe ich jetzt in die Kisten geschmissen? Das wäre mal richtig dumm. Ja, scheinbar. Ach, toll. Fängt ja wieder gut an hier. Eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen, ne, ein bisschen Mine bauen. Naja, können wir dann morgen machen. Mache ich die beiden Folgen jetzt einfach komplett Landwirtschaftssimulator. So, tja. Hey, Glob. Ist tatsächlich genauso wie bei Vanilla. Auf dem Zuckersand hier wächst gar nichts. Ich meine, hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht, weil auch hier ist teilweise was noch nicht gewachsen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch nicht ernten. Also, naja, ernten, also wieder abbauen. Aber meine Hoffnung ist wenigstens schon mal weg. Das sei schon mal gesagt. So. Ja, natürlich, habe ich natürlich reingeschmissen. Danke dafür. Tja, Gurke und Tomate können wir eigentlich auch wieder anpflanzen. Also wir werden das beides hier anpflanzen. Dann werden wir das beides hier anpflanzen. Das haben wir jetzt glaube ich schon eingepflanzt, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Achso. Hä? Was? Was passiert da gerade? Komm, warte ich mir hinterher. So. Jetzt. Feierabend, weg. Genau. Kurz wieder rein. Genau, das werde ich anpflanzen. Gurke würde ich auch gerne mal nach vorne mitnehmen. Dann wäre halt die Frage, was wir da noch anpflanzen, neben der Gurke. Karotte. Weil wie gesagt, Karotte ist ja eigentlich, ne, das würde ich dann höchstens noch die Tomaten mit hinsetzen. Genau, dann mache ich das so. Easy. Dann habe ich das immer ein bisschen so in Pfeilgruppen. Läuft dann. So, genau. Hier vorne habe ich meine ganzen Beeren. Hier habe ich das ganze Rhabarber. Hier habe ich die ganzen Weindinger. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll mit dem Zeug. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Ich bekomme davon gerade mal ein einziges zurück. Ach komm. Die pflanze ich später mal ein, wenn ich weiß, was ich damit mache. Da kommt an der Stelle nämlich jetzt hier erstmal. Genau, Tomaten haben wir jetzt sogar schon ein paar. Und Gurken, immer als Doppelbelegung, wie gesagt. Dann die nächste Doppelbelegung ist das hier mit Gurken und Kartoffel. Dann gehen wir halt tatsächlich schon die Felder aus. Ernsthaft jetzt? Scheiße. Ha. Tja, dann muss ich wohl Zwiebeln und Knoblauch auch als Doppelbelegung machen. Ansonsten habe ich halt hier hinten noch ein Feld. Ach, scheiß drauf, komm, dann nehme ich das hier auch. Ey, passt sogar, genau 36. Ich meine, wie gesagt, später werden auch hinter uns die Felder hier noch frei.
Dann haben wir wieder zwei große Felder dazu, drei große Felder dazu. Ich meine, eins, bei einem werde ich vielleicht Baumwolle drauflassen, Baumwolle drauflassen. Aber halt drei Felder mit Baumwolle brauchen wir dann halt nicht mehr. Dann haben wir halt wieder, ne, wieder ein paar Felder. Manche hier sind halt noch gar nicht gewachsen und manche sind schon komplett fertig. Das ist immer so total random. Verstehe ich nicht. Easy, unsere Felder sehen mittlerweile echt super kultiviert aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Und mein Biologielehrer hat vorher gesagt, aus mir wird nichts. Ach ja. Bist du reif? Nee, zwei fehlen hier vorne noch, ne? Ja, genau, hier vorne fehlen noch zwei. Eben, wenn es reif ist, müssten vier rote Punkte dran sein. So, easy. Okay, genug für heute mit Landwirtschaftssimulator. Na komm, die hin. Mach ich nochmal weg hier. Aber gucken haben wir jetzt so eingepflanzt, oder? Gucken müsste ich hinten mit drin haben. Gurken. Das hier müssen die Gurken sein. Gurken und Tomaten hatte ich am Anfang. Ah, fertig. Egal. Gurken lasse ich auf jeden Fall mal raus. Hier kommt dann nochmal Rhabarber rein. Was halt ohne Verschwendung ist. Vielleicht mache ich hier noch mal was anderes rein. Wüsste aber jetzt gerade nicht was. Also kommt erstmal Rhabarber rein. So, Feierabend für heute. Dann fange ich schon mal ein bisschen mit der Mine hier an. Ein bisschen Holz da, Stein da hinten rausschlagen. So, wie sieht es hier aus, meine lieben Zuckerrohrdinger? Wächst echt langsam. Möchte ich ja mal sagen. Komm hoch hier mit dir. Boah. So, wir brauchen noch eine Kiste. Und zwar. Ja, eben die richtige Küche haben wir ja keine. Ich hätte aber halt doch schon gerne irgendwo eine Kiste halt. Ups. Die hier, die ist halt definitiv die plastische aus allen Nähten. Oder wir müssen ein bisschen gröber sortieren, dass wir sagen, okay, komm, ganz ehrlich, diese ganzen Saplings hier, die können auch alle raus. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Alles, was so... Das hier kann auch raus, dass wir ein bisschen harter sortieren quasi. Das hier kann... Oh, das war, hatte sowieso nichts drin verloren gehabt. Das kann raus, das hier kann raus. Das hier, das hier, das hier. Aber der wird trotzdem früher oder später die Kisten einfach voll sein. Können wir machen, was wir wollen. Das kommt auch raus, weil das nur was mit Baumwolle zu tun hat. Und Baumwolle an sich ist ja nichts zum Essen. So, was könnte noch raus? Na gut, schmeißen wir erstmal hier ein bisschen was rein wieder. So, und schon ist die Kiste wieder voll. Es klappt nicht, Alter. Scheiße. Oh Gott. Naja, wie gesagt. Steht ja bereits auch auf meiner Liste drauf. Lager. Richtig schön mit Pipes und allem drum und dran. Plastik haben wir ja mittlerweile schon.
Das werden wir auch richtig schön ausbauen. So, du kommst mit dir mit rein. Du kommst hier unten mit rein. So. Du auch. Du kommst da mit rein. Du kommst da mit rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich die hier komplett auch rausnehme. Die Kiste hier oben ist halt auch schon mittlerweile ganz schön voll. Scheiße, Alter, ey Gott. Wir brauchen viel mehr Kisten. Fuck off. So. Und dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal hier unsere Spitzhacke. Unsere Marker. Ein bisschen Lebensmittel. Wow, eine Gurke. Was ist das hier eigentlich? Kürbisscheibe. Aha. Ja, hier mit Honig. Ne? Ob wir hier irgendwie mal nochmal Honig finden, ist natürlich auch eine andere Sache. Zweimal Honig ist halt absolut nicht die Welt. Können wir daraus irgendwas machen, um noch mehr Honig zu bekommen? Oh, das ist alles lecker, Alter. Oh. Hängen diese ganzen. Gott. Ja, wenn ich es auch noch. Hä? Bushes? Was ist denn das für eine Mod? Erdbeerbusche? Was ist denn das bitte? Wo kriegen wir denn sowas her? Zur Hölle mit euch! Easy. Oh Mann, Alter. So eine Gebüsch habe ich ja noch nirgendwo gesehen hier. Vor allem Erdbeerbusch. Ich weiß nicht mal, wie die Dinger aussehen sollten. Oder sind das diese komischen runden Kugeln, die hier auf manchen Servern sind? Das sind ja immer so eine runden Gebüsche mit so roten Punkten, blauen Punkten, weißen Punkten und so ein Kackdinger. Was habe ich auf dem Zimmer mit drauf? Warum? Die kenne ich gar nicht. Vor allem, wo tauchen die Dinger auf? Wo wachsen? Wo wächst sowas? Ha. Huh. Gute Frage. Gut. Ja, wie gesagt, wir erstmal. Oh, guck dir diese Felder an. Oh, das ist so belebt, auch so geil. So. Mh. So, unsere Bahn. Ich würde mal sagen, wir schlagen das Ding gleich direkt hier rein. Dann führt das gleich, wie gesagt, hier so lang, so auf der Ebene. Ich würde es auch direkt hier unten auf dieser Ebene machen. Ich würde gar nicht hier hochgehen, sondern es direkt hier unten auf der Ebene machen. Oder sogar noch weiter runter gehen. Wir gehen mal eins weiter runter. Ich glaube, das dürfte optisch ganz geil aussehen. Dann ist quasi die Gleisanlage so ein bisschen abgesetzt, wisst ihr? Oh. Ja. Da war ja was. das ist jetzt ein bisschen blöd. Schisseldittissel. So, genau. Hier geht's nämlich rein. Die Frage ist, welche Größe. Na, 3x3 wird nicht reichen. Wir machen mal 3x4. Das ist natürlich das Scheiße, was hier oben mit Sand ist. Ach, Scheiße, Alter. Wir brauchen eine Schippe. Wir brauchen unbedingt eine Schippe. Dann machen wir auch gleich mal eine aus Rainbow Ore. Da haben wir jetzt mittlerweile massig von.
So, Rainbow. Da haben wir das gute Zeug. Her damit. Nee, doch da oben. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, du kannst direkt zurück. Warum bist du hier drin? Was bist du? Warte mal. Was? Ach, du bist doch ein Hurensohn. So, wir brauchen Stöcker. Dann mache ich hier gleich mal eine ganze Kavallerie an Dingern. Das heißt, das. Dankeschön. Das. Dankeschön. Das. Na schön. Fehlt noch was? Ja, Schwert brauchen wir nicht. Nö, so wird alles gewesen sein. Easy. Darin mit dir? Perfekt. So. Jetzt renne ich immer auf dem Geländer lang, Alter. Wie so ein Kleinkind. Einfach wie so ein kleines, dummes Kleinkind. So, das heißt, hier werden wir jetzt wunderbar... Oh Gott, da, wie ich diese Geschwindigkeit vermisst habe. Ja, das heißt, die Dinger werden wir dann irgendwann wieder austauschen dürfen. Das war ja nun doch ein Griff ins Klo. Thanks. So, kommst du da wieder? Nee, kommst du nicht. Ich würde das gerne... Obwohl doch, hier kannst du rein. Genauso wie du hier vorne reinkommst, aber die oberste Schicht, die hier, die kommt wieder weg. Damit das so ein bisschen... So, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. So, da kommst jetzt du weg. Hältst du natürlich wieder in der Luft hängen dabei, danke dafür. Diese Dinger hasse, Alter. Oh. Gut, dann hier kommt dann, wie gesagt, später das Gleis rein. So, by the way. Wow. Digga, was geht nie ab? Überhaupt gerade schlau, was ich hier mache. Oh nee, scheiße, komm durch, komm jetzt. Hupsili, ich war das nicht. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. So, ich gehe mal wieder hoch. Und dann muss ich nämlich wieder später Cleanstone rein. Aber das heißt, warum eigentlich? So, hört keinem auf. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend. Oh,
Ja, eben, das leider, ja genau, da war ja was, ne? Die Schippe hält ja leider nicht sehr lange. So, hier machen wir ja mal wieder einfach mal dicht hier. So, bam, bam. So, jetzt ist es aus wie gewollt. Ja, wie gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall den später. Oh. Später wieder zumachen, indem wir hier wieder diese Winkel einsetzen. So, wie sieht es hier aus? Bilanz? Hä? Naja. So. Dann wollen wir mal unseren Stahl haben und gucken mal, ob wir auch Rainbow-Zeug reparieren können. Das wäre, wie gesagt, komplett overpowered, aber ich schätze mal, das funktioniert genauso. So, ja, funktioniert tatsächlich. Ach du Kacke. Na gut, warum soll es auch nicht funktionieren? Das ist so traurig. Das ist so scheiße traurig, Alter. Guckt euch das an, einfach repariert, ey. Oh Gott. Das darf nicht wahr sein. Ah gut, ich werde mal gucken. Hab jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich werde mal die Mod ein bisschen überarbeiten. Diese Anvil-Mod. Dass, wie gesagt, sowohl die Lebensdauer ein bisschen runtergesetzt wird, als auch die Kosten hochgesetzt werden. Das ist ja Bug-Using. Das ist doch nicht mehr normal. Naja. Schau mit V.